Hallo, hier ist der Thomas von World Gameplay und hier ist die Nile. Hallihallo. Zurück bei Amnesia The Dark Descent. Wir sind im Keller. Wir sind im Keller. Jetzt geht's weiter, oh mein Gott. Lass fortsetzen. Jetzt kommt bestimmt wieder der böse Mann. Der böse Mann und das Meer. So. Ging weiter rein da. Schläft mal an, ey. Geht das so, Schatz? Ja. Hörst du was? Ja, atmen. Okay. Da ist er doch, oder? Nee, da ist keiner. Wer atmet denn so? Sind wir, ne? Okay. Nicht? Oh. Gehen wir mal ganz langsam. Dort ist blau. Oh, Verlicht. Oh Gott. Ein Lagerraum. Achso, ey. Was muss ich machen? Keine. Du Kacke. Wie ist das nochmal? Ah, hier. Memento, also keine. Scheiße. Ja, ja, das ist schon gut. Okay. Geradeaus. Dahin. Oh Gott, oh Gott. Ich sehe nichts. Soll ich auch nicht mal Licht an? Gott. Ist die Treppe gerade runtergelatscht? Licht? Ist denn da Licht? Ah, hier. Keine Zinderbüchsen mehr. Toll. War ich hier schon? Ich weiß nicht mehr. Ich hab keine Ahnung. Nee, war man nicht. Aufgenommenes Glas? Ja. Glas. Hammer, Meißel, Handbohrer, Hohlenadel. Mhm. Machen wir. Alles ist gut. Ach was. Ah, da können wir es öffnen. Ah. Oh Gott sei Dank, Licht. Okay. Öl, Gott sei Dank. So. Dann hupfen wir mal. Hupfen? Hupfen wir mal. Oh, schau mal. Nochmal Zünderbüchsen. Oh, vielleicht noch hinter der Dings da was irgendwie. Andere Seiten? Ah, nicht. Und da drüben? Dumpf. Hallo! Komm nicht mehr raus. Oh Gott. Dann so. Mach das so einen Krach, sonst hört er uns noch. Wer? Pumuckl? Nee, der böse Mann. Der böse Mann. Der böse Mann. Wachaka. Genau. Der greint, Anna. Ja. Also. Für Hochdeutsche weinen. Okay, gehen wir da hoch. Oh Gott, versteck dich! Schnell! Was war das? Er! Dahinter, hinterm Stuhl! Oh Gott! Nicht da! Oh Gott! Da sieht er dich doch! Mama! Muss man Malzgetränk trinken? Raus. Gott. Meinst du, er kommt da rein? Jetzt ist er weg. Wenn die Musik aus ist. Oh. Hoffe, ich stehe jetzt nicht hinter der Tür da. Okay. Oh Gott. Schreibt man sich zu Tode, ey. Mama. Hier war ich schon, oder? Ja. Ah. Mach Licht an, mach doch Licht an, wenn ich sag. Was ist da hinten? Lagerraum war ich schon. Geh ich mal in die Küche, oder? Ja. Da. Ja, was anderes. Da. Oh Gott. Kulina. Was ist das? Ist hier was? Nee. War ich nicht schon in der Küche? Ich weiß es nicht mehr. War aus? Das Licht. Das
muss ich aber sparen. Oh Gott, Mann. Da kam ich raus, oder wie? Oh, das sind Türen? Ja. The shadow. It's close now. Gott. Cool, Dina. Okay, da weiter. Ah. Hier. Waren wir hier schon mal? Ich weiß es nicht mehr. Nein, ich war noch hier in der Küche. Noch nie, ne? Nein. Okay. Oh Gott, da steht Öl. Öl. Allmächt. Das da. Schwein. Scheiße, wir schrauben. Geh runter, runter. Gott, oh Gott. Da sieht er uns noch, oder? Geh in die andere Ecke. Geh da vorne in die Ecke. Wo? Da in die Ecke. Mit hier. Dem Schwein, ja. Weg. Der kommt rein. Gott, das Schwein bewegt sich. Hast du ihn? Schwein, der ist da drin? Sich. Ja, das Schwein bewegt sich. Wenn der jetzt hierher kommt, nur. Wenn der da herkommt. Soll ich ein bisschen wedeln mit dem Schwein? Nein. Und sagen, hier bin ich. Ich hab Joghurt mit der Ecke. Mit der Ecke mit was drin. Oh Gott. Dann die Sahne und Danone. Yep. Oh, Landliebe. Was ist ein bisschen Werbung oder was? Ja, Schleichwerbung. Herzlich willkommen beim Metzger. Er ist weg. So, jetzt können wir gucken weiter. Was ist das? Säure. Ja. Das Glas da, oder? Ja, und? Ein leerer Glasbehälter. Ich wusste es doch. Hä? Was hast du jetzt gemacht? Gefüllt. Achso, mit Säure. Ist mit Säure gefüllt. Keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht mehr. Ich wusste nur noch, dass man das einfüllen muss. Oh Gott. Okay. Da ist nichts. Da eine Ecke. Free Table. Mäuse. In der Küche Mäuse, Leute. Hey, süß. Nicht süß. Guck. Eklig. Ekelhafte Mäuse. Na, guck mal. Schimmeliges Brot. Mm. Die Mäuse freuen sich. Oh. Da ist nichts mehr, okay. Darüber? Hier vielleicht. Da eine Kiste, kann ich auch eine Kiste aufmachen, ne? Ah, schade. Oh, doesn't fit. Date of August 1839. I feel like I have fled the world and all its worries. Brandenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well-versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brandenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Hmm. Gott.
So, nix so. Ja. Können wir weitergehen, ne? Gehen wir da raus. Ja. Oder wie? Ja, freilich. Die Tür wurde durchbohrt. Oh Gott. Nee, machen wir nicht. Boah, wenn der jetzt da steht, ne? So, und jetzt? Da rein. Ja. Wollen wir das schon? Nee, ne? Doch. Warte mal, Säure. Wir hatten doch auch einen Turbo. Schlechter Zustand war. Ja. Und das dann aufätzen mit der Säure. Mhm. Oh Gott, wo ist das? Ja, ja, weg. Gott, wenn wir das wieder finden. Oh Gott. Lang, oder? Ja. Oh, ich weiß es nicht mehr. Da hinten? Schauen wir mal. Oh, Mama. Lagerraum, da waren wir. Oder? Da vielleicht irgendwo. Da! Ausgezeichneten. Auch nicht. Nee. War es doch ausgezeichneter Zustand, glaube ich, oder? Dann war es da. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Da hinten. Es ist mit einem Metallschloss verstärkt. Schauen wir da rein. Das Tor, durch das du diesen Bereich verlassen hast, ist durch ein altes Schloss abgeriegelt. Hm. Ich probier's mal. Hm? Hammer Meißel. Oh oh. Oh. Das wird's hinterher gerannt. Ja. Hast du das gehört? Ja. Dunkle Türme Brennenburgs ragten über die Baumwipfel hinaus und ihre Umrisse zeichneten sich im schneeweißen Mondlicht. Ja. Was soll man jetzt? Zisterne. Licht aus. Hier ist genug Licht. Na oh dann. Gottes Willen. So you used the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Okay, mal umgucken. Was ist hier alles? Gar nichts. Füllteufel. Was ist da unten? Boah, Wasser. Das Wasser ist zu tief, um es sicher zu durchqueren. Okay. Hier irgendwas? Nix. Na. Andere Seite? Oh, Alter. Sie rührt sich nicht. Da ist gar nichts. Na, nur was ich jetzt machen? Wasser ablassen. Oder was? Leiter vielleicht runter tun oder so. Ist da hoch? Ah, da ist ein Hebel. Ah, guck mal. Der Hebel klemmt, seine Getriebe müssen. Seine Getriebe müssen geölt werden. Hab ich da was?
Schon wieder leere Glasbehälter. Leere Glasbehälter. Ist das irgendwo Öl? Vielleicht der schwarze da, was du vorhin gesehen hattest. Der ist da. Ja. Ah, Öl, da steht's ja. Sehr schön. Siehst du? Ja. Cool. Ach. Und jetzt ist Öl in das Ding. Geil. Dann geht's vielleicht. Ne? Mhm. Oh, es ist Rohr dazwischen. Wahrscheinlich öfter machen. Es geht Leiter runter. Okay, dann gehen wir hoch. Gehen wir hoch, ja. Gott, oh Gott. Ja. Ah, okay. Guck dir das mal an. Boah, da kommt es auch runter. Da oben ist das Licht. Okay. Cool aus, gell? Da ist auch eine Tür. Und die Brücke. Tür, Brücke. Ja. Keine Ahnung, wo geht jetzt über die Tür da rein? Erstmal da, ne? Ja. Das ist ein Hebel. Drück mal. Was ist los? Repariere die Maschine, die die Ostbrücke antreibt. Ach du Scheiße. Ah, das kommt hoch. Soll ich jetzt da durch oder da durch? Nee, jetzt gehen wir erstmal hier durch. Hier? Wo sind wir? Steuerraum? Ja. Okay, das. Die wunderschöne wilde Orchidee schien wie ein Beweis für die Stärke der Natur, die in Brennburg wachsen könnte. Leider waren es Alexanders Studien um seine Pflege, die Bäume zum Blühen brachten. Was? Blumen. Blumen. Ja, sorry. Habe ich falsch gelesen. Geil. Anfang. How did we find this place? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel. But things don't always turn out the way we plan. Bisschen Malz eintunken. So, dann sind wir jetzt mal im Steuerraum. Ja, einpumpen, nicht eintunken. So, genau. Das ist die Kiste. Geht nicht. Geht nichts. Okay. Ich sehe nichts. Okay. Ist doch genug Licht da. Ist hier was? Nee. Was ist denn das hier wieder? Nix halt. Da sind Rohre. Brauchen wir die auch wofür? Nein. Gut. Schade. Was ist das da? Da vielleicht, ja, da die Maschine Gang machen. Irgendwie Hebel drehen. Was geht denn da ab? Kann man vielleicht die Klappe öffnen? Oh, das kann man hier. Ja. Irgendwo dran? Vielleicht muss es irgendwo dran. Das da? Ja. Ja, okay, wir sehen uns erstmal um, oder? Ja. Oh ne, ist keine Notiz. Schade. Vielleicht liegt hier irgendwas noch. Okay, schauen wir uns erstmal um. Und dann können wir mal gucken, was wir machen können. Okay, gehen wir mal in einen anderen Raum rüber. Vielleicht auch so ein Ding. Es steckt fest. Ha. Da ist aber eins. Geil. Zinderbox. Ist da hinten noch was? Aha. Nein. Okay. Du willst echt was mit den Rädchen machen, glaube ich. Gell? Okay. Gehen wir mal weiter. Schauen wir mal, was weitergeht. Drehen, drehen. Okay. Was ist hier?
Da ist nix. Tür. Warte, lass uns. Hm? Lass uns erstmal da gucken. Hier? Ja. Ist da noch irgendwo was? Vielleicht brauchen wir die Steine für irgendwas, lassen wir schön da liegen. Aber ist ja nie so genau. Na, da ist nichts mehr. Ja. Da ist die Tür. Licht. Die öffnen? Nee. Hätte ja sein können. Ja, was, nicht. Was ist oben? Guck da? Mal weiter nach oben. Hier. Du, mit dem Kopf nach oben. Das da, die Löcher da. Vielleicht die Rohre. Keine Ahnung. Da meins. Ja. Das ist auch ein Rad. Was ist das? Vielleicht brauchen wir das. Naja, vielleicht die Maschine. Ja. Bin hier schon. Licht. Licht, Licht. So, jetzt sollten wir mal gucken, was wir machen. Ah, würde ich sagen. Das sind die Rohre. Da drüben nicht. Ja, da bist du da nein. Wir müssen genauso angebracht werden wie hier. So. Na los, dann hol schon mal die Dinger. Von drüben. Wir schauen wir erstmal in die anderen Räume noch. Hm? Na, hol mal erstmal die zwei. Jetzt vergessen wir das. Okay. Holen wir mal die zwei Röhrchen. Einmal. Zack. So geht's auch. Komm schon. Komm schon. Ja! Scheiße. Der klebt fest. Okay. Geh mal gleich mal hinter. Ja. Hoch. Oh Gott. Der fährt allein hin. Mhm. So gut. Ah, da. Geil. Sollte mal wieder geölt werden, ne? Ja. Ich hätte Öl. Nee, das machen wir selbst. Ja, super. Passt, da fehlt noch zwei, wa? Wahrscheinlich. Vielleicht in anderen Räumen? Ja, gehen wir erstmal in die anderen Räume. Da liegt bestimmt eins rum. Ah, da unten? Da siehst du. Wunderbar. Können wir gleich mal nehmen. Ja. Da mal hintun. Ja. Und da gucken wir noch mal, ob wir da was finden. Ja. War das? Was? Passt das schon oder was? Ja, es war einfach nur drunter gesprungen, deswegen hat das so geknallt. Ah. Ich habe einen anderen Raum noch, ist vielleicht doch noch eins ist. War ich da nicht drin? Ja, schon, aber wir schauen uns da mal erstmal um. Hier? Ja. Schauen wir erstmal, ob da hinten was liegt, ne? Ja. So. Da ist nichts. Hebel. Hebel. So eine Kurbel. Hm. Da liegt noch was. Wo? Und das? Wo? Ja, der Hammer da oder was ist das? Oh ne. Hammer ne. Also. Okay, hier ist nichts. Nix, nix. Nix, nix. Weiter, weiter. Ja, dann gehen wir wieder in den nächsten Raum. Gehen wir gegenüber? Ja. Haben wir schon, oder? War nicht umgekehrt, oder? Hm. Oh, Öl. Öl. Wo ist jetzt das andere Ding? Das ist ganz unten schon. Dann müssen wir es hoch machen. Steck fest. Oder wir müssen es genauso machen da drüben wie hier. Ja. Kann auch sein. Ja. Entweder alles ganz runter oder hoch. Die Arbeit und das Wissen, die ich in diesen Maschinen steckte, werden von kleinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgerüst gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast 100-mal größer zu bauen als den empfindlichen Apparat, den es
nachahmen sollte. Ich? Ganzes Schweigen von dem Strom des gezähmten Blitzes, ersetzt durch unter Druck gesetzten Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte. Wo er mit einem Vergrößerungsglas arbeitete, um alle Teile sorgsam aneinander zu fügen, brauche ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengezimmerten Eisen zu errichten. Und kann nur hoffen, dass es auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. Denn du wuchst. Naja, dann mach das Ding mal hoch. Ist gut. Auf der anderen Seite. Ja. Ja, soll ich. Wenn es nicht oben ist, dann müssen wir halt alles runter tun. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir es mal runter. Das Ding. Fuhren wir mal so rum. Oh Gott. Ah ja. Geht schon mal runter. Nein, du musst das außen nehmen. Das Äußere. Es rührt sich was. Da muss ich das bei den anderen zwei Räumen auch so machen, das gleich machen. Ja. Genauso gleich. Daniel, is that you? What are you doing? Okay, jetzt machen wir beim nächsten Mal weiter, oder? Ja, genau. Beim nächsten Mal. Dann machen wir bei den anderen Räumen auch das gleiche. Genau. Okay. Bis dann. Ade. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Schönes Gruseln.